Hallo, ich bin Christian. Ich habe ja hier auf YouTube schon öfter etwas über Autismus erzählt und einige Sessions gemacht. Ich bin eigentlich mit meinen Themen noch gar nicht durch, sondern stecke mittendrin fest. Aber ich habe jetzt einfach mal Lust, wirklich über etwas zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar über die Kunst von Alfred Wallace. Das ist der Künstler, der dieses Bild gemalt hat, irgendwann in den 30er Jahren. In England, in Cornwall, St. Eve, wo er gelebt hat. Das Bild kennt ihr vielleicht, das habe ich ja eigentlich immer im Hintergrund hängen. Und jetzt zeige ich es einfach mal, The Blue Ship. Und werde in dieser Folge einige Bilder von Alfred Wallace zeigen. Und zwar, weil mich seine Bilder ein wenig an die Bilder anderer autistischer Künstler erinnern. Das heißt, ich weiß nicht, ob Alfred Wallace ein Autist war. Es gibt mittlerweile einige Literatur zu ihm. Er ist auch inzwischen recht bekannt, auf alle Fälle in England. Aber wenn man Alfred Wallace eingibt und Autismus, muss man sagen, gibt es eigentlich diese Verbindung so noch gar nicht. Aber ich sehe eine in seinen Werken und ich werde hier einige Sessions machen und mal versuchen, so etwas wie autistische Kunst zu definieren und dazu eignen sich die Bilder von Alfred Wallace. Er selber ist, als er Maler wurde, schon 72 Jahre alt gewesen, oder beziehungsweise er war wohl schon mit 70 angefangen zu malen. Er hat immer oder meistens und ist auch so angefangen, Boote und Schiffe zu malen, die er früher auch tatsächlich auf dem Meer gesehen hat. Er hatte sozusagen eine ganze Zeit lang auf See Fischzüge begleitet. Er war also sozusagen als Fischer angestellt mit und ist auf Heringsfahrten gewesen und hat einige Fahrten gemacht, bis er dann irgendwann mit seiner Frau auch einen Secondhand-Laden aufgemacht hat, kann man sagen, im Hafen von St. Eve. Ich werde über sein Leben auch später noch mal was berichten. Hier will ich ja vor allen Dingen seine Bilder zeigen, die ganzen Schiffe und was seine frühen Rezensenten eben sehr schnell festgestellt haben, ist, dass seine Bilder zwar irgendwie naiv wirken, aber trotzdem ja scheinbar auch die Erfahrung eines Fischers mit aufgreifen. Kaum jemand hat Bilder so gemalt wie er in einer aufgewühlten See, ein Schiff, das federleicht wirkt und zu einem Spielball des Meeres wird. Auch hier auf der Rückseite sind noch mal drei Bilder. Alles typische Wallace-Bilder. Entdeckt worden ist Alfred Wallace dann eigentlich von zwei Künstlern, Ben Nicholson und Christopher Wood, die 1928 St. Eve besucht haben und eigentlich eine kleine Galerie besuchen wollten und dann eine Straße weiter das Haus von Alfred Wallace entdeckt haben. Er hatte dort einige seiner Bilder erstmals auch in dem Sommer aufgehängt, sozusagen an Nägeln angeschlagen. Und er hatte eigentlich, sagte ich ja, angefangen, so einzelne Bilder einzelne Boote und Schiffe auf Postkarten zu malen und sich bei den Leuten zu bedanken, die ihm auch Essen gebracht haben. Das waren Verwandte, mit denen er sich eigentlich schon überworfen hatte und auch seinen Nachbarn. Und gerade dem Lebensmittelhändler nebenan, den Nachbarn, gefielen diese Postkarten, die er auch dann bekam. Und er gab ihm dann große Pappkartons, die Alfred Wallace dann bemalt hat. Und zwar hat er ganz einfache Haushaltsfarben benutzt oder eben die Farben, die die Fischer im Hafen genutzt haben, um ihre Boote anzumalen. Und tatsächlich entdeckten diese beiden Maler diese Bilder dort an der Hauswand und dachten sofort, boah, toll, dieser Ausdruck, dieser See, diese Natürlichkeit, das hat sie gleich fasziniert. Und auch später diese ersten Rezensenten, auch der Ben Nicholson gehörte zu den ganz frühen, die über Alfred Wallace dann geschrieben haben. Und die haben sich dann auf den Begriff moderner Primitiver, sozusagen, also Modern Primitive Painter geeinigt, weil er
nie gemalt hatte, keine künstlerische Ausbildung hatte, sondern aus seiner Intuition einfach wirklich diese Schiffe und auch diese Hafen gemalt hat. Immer wieder diese Schiffe halt. Ich zeige jetzt noch immer einige Bilder. Hoffe, das kann man irgendwie jetzt gut nachvollziehen. Und hier werde dann später in den darauffolgenden Sessions jetzt auch nochmal beschreiben, warum ich denke, dass diese Art, wie er gemalt hat, einige Punkte zusammenfasst, die ich als autistische Kunst bezeichnen würde und gerne möchte. Das ist einfach mal ein Versuch, so etwas wie eine autistische Kunst überhaupt zu definieren. Natürlich malt jeder auch autistische Künstler irgendwie für sich selbst und hat seine eigene Art, aber man kann so ein paar Kriterien benennen. Hier auf den Bildern sieht man übrigens auch, hier auf dem rechten Bild, dass er wirklich einfache Papptafeln genommen hat, die dann auch teilweise gar nicht eine waagerechte Form hatten, sondern so wie diese Pappe halt eben da war, wurde sie eben auch bemalt. Das hat natürlich etwas sehr Intuitives. Und ich denke, wenn ich einige Bilder hier schon so zeige, sieht man wirklich diese Gleichförmigkeit im Aufbau, auch diese spezielle Farbwahl, alles zunächst mal ein bisschen düster. Auch das blaue Schiff, Blue Ship, was ich im Hintergrund habe, ist eigentlich auch auf Pappe gemalt und wirkt verkleinert, irgendwie farbenfroher, also als das Original, das in der Tate Britain hängt. Und hier auf dem Bild kann man noch eine Sache sehen, nämlich dass das Buch von dem Robert Jones, sehr bekannt, der auch aufgezeigt hat, dass eben Alfred Wallace nicht einfach nur naive Bilder gemalt hat, Schiffe gemalt hat, sondern auch oft Ereignisse praktisch, die er in Erinnerung hatte, auch zeichnerisch verewigt hat. Hier zum Beispiel ist vor Land's End an dem bekannten Leuchtturm einmal ein Schiff gestrandet und in einem Sturm sozusagen dort oder in einem Nebel auch praktisch untergegangen. Und dieses Ereignis hat Alfred Wallace dann auch aufgemalt. Ich werde in einer Session auch nochmal über ein sehr beliebtes Motiv von ihm ausführlich berichten, von dem Untergang oder von dem Unglück mit der Alba in St. Ives. Hier in diesem Buch kann ich noch zeigen, er hat also nicht nur Schiffe gemalt, sondern also hauptsächlich Schiffe, aber eben auch dann in St. Ives die Häuser. Das sind auch sehr bekannte Bilder von ihm. Auch in einer ähnlichen Art und Weise wie die Schiffe. Es hat einen sehr eigenen Charakter. Und das finde ich eben auch an Künstlern oft sehr bewundernswert, wenn sie so einen eigenen Stil entwickelt haben. Und bei Alfred Wallace, das Interessante ist wirklich, dass dieser Stil von Anfang an da ist.